Natürlich diese Reflexe. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Schwab. Ball ist wieder weg. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Gute Aktion jetzt. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher. Ich will, dass Ben White heute trifft. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Klasse dazwischen gegangen, den Pass hat er förmlich geahnt. Schwab. Sieht gefährlich aus. Vielleicht die Führung jetzt. Schön abgeblockt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Digga, was machst du? Sucht natürlich jetzt die Lücke. Nein, ich suche nicht die Lücke, ich suche meinen Ben White. Für die Gastgeber geht es also in der Premier League so weiter. Der Verteidiger stört ihn. Oh. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich... Wenn du dich so hinten reinstellst, Buschi, dann lädst du den Gegner natürlich förmlich ein. Und dann fängst du dir eben so ein Tor. Da war die Lücke und da war sie unaufmerksam. Ben White, Debüt-Tor. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. In Addition beider Spiele steht es nun 3-2. Es geht weiter. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Ja, gelb gehen, Poblette. Oder er gibt nichts, der gibt gelb. Nee, das lässt er nicht durchgehen, es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Sie geben den Ball ab. Schwab. Erneut so ein hervorragender Pass. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Komm, kein Bock mehr, du kommst rein für mich, danke. Spiel läuft wieder, neuer Spielstand nun also 4-2 nach beiden Partien. Ist hier immer noch am Ball. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Ist er schwer vom Ball zu trennen, er setzt sich hier gegen alle durch. Das ist Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Da verlieren sie den Ball. Sie holen sich den Ball. Das könnte gefährlich werden. Der Anschlusstreffer, jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben.
Spiel geht weiter. 4-3 heißt es hier nun nach beiden Partien. Ah, da wäre jetzt Platz. Die Chance. Dreierpack. Was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Spiel läuft wieder. Neuer Spielstand insgesamt 5-3. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Spiel geht weiter. Hier heißt es so nach beiden Spielen 5-4. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Da wäre Platz für den Konter. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind, wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir... Aber Leute, alles Tore in der zweiten Halbzeit. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Es geht weiter. Insgesamt steht es als... Oh, das könnte was werden. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler. Und dann fällt eben dieses Tor. Und man sieht wieder einmal, wie extrem effektiv dieses Vorchecking sein kann. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5-2. Nur noch 4 Minuten in der... Freistoß. Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Zweite gelbe Karte und wir wissen, was das heißt. Er muss vom Platz. Das ist bitter, aber das weiß er doch. So darf er da nicht hingehen. Eine völlig unüberlegte Aktion. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt ist der Platz da. Die Chance, die Riesenchance. Aber was für ein Reflex. Super gehalten. Das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Chance zum Konter jetzt. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind weiter. Über beide Ciao. Spiele gesehen.